Freunde, Chrisportage immer an den schönsten und ungewöhnlichsten Orten, um einfach mal ein paar Berufe oder ein paar Hobbys vorzustellen oder mal einen schönen Sport. Ich finde, jetzt wo ich heute hingehe, verbindet alles drei. Ich bin hier bei Berliner Pilsner im Anfangsfoyer, denn hinter einer Tür, die dort hinten stehen, wo schon meine Interviewpartner stehen, geht die Brauereiführung los. Und im Moment lasse ich es mir noch so ein bisschen gut gehen hier, ne? Mit meinem Freund, den Roten Bären, der ist hier neben mir. Vielleicht kommt ja auch nochmal irgendeiner vorbei und bringt mir ein Bier. Ich habe extra die Kutte mitgenommen, da habe ich nämlich Innentaschen, ja? Bin ja nicht umsonst ein Langfinger. Na? Aber wir gehen jetzt erstmal hin. Wenn ich aus diesem Stuhl rauskomme, heißt es. So, jetzt sind wir hier vor der Tür. Hier ist erstmal Peter und Frank. Ich begrüße euch. Hallo Peter. Ganz toll, dass du da bist. Herzlich willkommen. Frank, grüß dich. Hallo ihr Lieben. So, ihr seid jetzt hier, ihr wisst jetzt Bescheid. Ihr könnt mir jetzt hier alles sagen von A bis Z. Wir starten als erstes im Sudhaus. Da fängt alles an. Das ist das Herzstück einer jeden Brauerei. Und dann gehen wir von dort aus weiter Richtung Apfelanlage. Ah, bis wir Apfelanlage. Denn, ah, wie Apfelanlage. Sehr, sehr genau. Wo wir dann sehen, wo die Flaschen abgefüllt werden. Also, ich bin jetzt wirklich gespannt, wie das jetzt hier ist. In so einer Großbrauerei, wie das hier sich im Vergleich zu meinem kleinen Eimerchen, was ich zu Hause habe, ja, wie sich das verhält. Also, dann lasst uns mal starten. Ich bin ja gespannt, Freunde. Ordentlich, ordentlich Rabatz. Ne? Wir haben im Hintergrund vier große Tanks. Wie groß sind die ungefähr? Was passt da rein? Einmal zwei 40.000 Liter Tanks und zwei 90.000 Liter Tanks. Wenn wir jetzt mit dem Brauprozess anfangen, arbeiten wir natürlich nach dem deutschen Reinheitsgebot, wo der bayerische Herzog Wilhelm IV. Sagte, dass nur noch Hopfen, Wasser und Malz in unser Bier kommen darf. Man wusste damals schon noch, dass noch ein vierter Stoff dazu gehören musste, die Hefe. Aber um deine Nase mal ein bisschen zu neutralisieren, gibt es jetzt Malz zum Riechen. Bäckerei, Brot? Das kann auch sein, ja. Jetzt wollte ich gerade am Mikrofon riechen. Mach mal. Wir haben vorhin schon ein Bierchen getrunken, verstehst du? Das ist die Maischepfanne, so sieht es zum Anfang aus. Ja, es heißt... Nanüchen! Wir sind hier im Produktionsprozess. Es ist ja schön warm, der Tank. Ja, wir müssen erstmal das Malz zerschlagen. Das, was wir unten gesehen haben, die Körner müssen erstmal zerschlagen werden, wie bei Müller. Das wird dann so mehlig. Ja. Und das wird dann mit dem Brauwasser, was wir aufbereiten, hier zusammengemischt. Wie gesagt, hier passen 12 Tonnen Schrot, 400 Hektoliter Brauwasser, also 40.000 Liter rein. Das wird jetzt erstmal eine Stunde alles vermischt. Und so einen Tank können wir pro Tag 12 Mal ansetzen. Was? 12 Mal, jedes Mal 12 Tonnen Schrot, 400 Hektoliter Brauwasser. Ihr macht 12 Mal am Tag so ein Ding voll? Richtig. Da kommt eine zusammen. Sind hier auch knapp 7 Millionen in Berlin und Brandenburg, die wir sehr gerne mit immer wieder frischen Bieren versorgen. Frank, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? In Whirlpool gehen wir jetzt. Nein, in Whirlpool? Nicht. Wir müssen erstmal die Maische durch den Maischefilter drücken. Denn wir brauchen ja die Flüssigkeit. Was wir da rausdrücken, nennt sich Würze. Und was hängen bleibt, ist der Treber. Der Treber wird dann täglich abgeholt von den Bauern als Viehfutter. Und das Flüssige, wie gesagt, die Würze, die geht dann weiter in die Whirlpool-Pfanne. Hier wird jetzt der Hopfenextrakt dazugegeben und alles zusammen eine Stunde lang auf 100 Grad Celsius gekocht. Wie Sie sehen, sehen Sie diesmal nichts. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Nein, hier ist... Da unten so eine dunkle Flüssigkeit. Ach so. Ach so. Ja, man sieht halt wirklich nichts. Also das ist halt wie... Ja. Ah, guck mal hier. Das sieht da wirklich... Das kommt jetzt praktisch von hier oben runter? Das kommt von unten? Bier kommt immer von unten. Aber irgendwie nach Bier sieht das alles aber noch nicht so richtig aus, ne? Findest du nicht? Nee. Deswegen müssen wir jetzt diese 100 Grad heiße Würze erstmal auf 10 Grad Celsius herunterkühlen. So, wir sind jetzt praktisch aus der Halle raus, also von der Maischepfanne und vom Whirlpool sind wir jetzt raus. Ich meine, es ist jetzt nicht die einzelnen Paletten, die hier stehen. Ja. Ihr habt ja, also wenn man hier guckt, es nur Kisten. Ja. Überall Grün und Fässer und wie viele Kisten lagern denn? Das sind ja, was macht ihr denn damit? Also unser Hof ist ein riesengroßes Lager in Form von Flaschen und Kisten und Fässer zeigen wir dir nachher auch noch. Ja. Wir haben 40 dieser Tanks, 27 Meter hoch, Fassungsvermögen 5400 Hektoliter. Wenn man so einen Tank mal austrinken möchte, mit einem 0,2 Liter Glas, bräuchte man 2,7 Millionen Gläser, um einen so einen Tank leer zu machen. Wir sind gerade vorbeigefahren, die Gläser. Wir werden nachher nämlich anfangen. Ich bleib so lange heute hier, bis eh so ein Tank alle ist. Aber wir waren ja eigentlich auf dem Weg woanders hin. Ich wurde halt nur von diesen Pfandmengen überrascht und überwältigt. Wir wollten jetzt wohin gehen? Wir gehen jetzt Richtung Flaschenabfüllung. So eine richtige Flasche muss auch mal abgefüllt werden.
So, wir haben es immer noch nicht bis zu der Flaschenabfüllung geschafft, weil so viel interessante Zeug hier auf diesem Gelände ist. Wie groß ist das Gelände? 72.000 Quadratmeter. 72.000 Quadratmeter. Du kommst um die Ecke und siehst schon wieder die nächste Sache. Und der Peter hat gesagt, das sieht so ein bisschen aus, als wenn das in mein Wohnzimmer reinpassen würde. Würde ich sagen, ja, das ist so die Größe, die ich mir dann hinstellen kann. Zapfanlage dran und schon bin ich beruhigt. Was sind das für Tanks? Das sind Tanks für Kreuzfahrtschiffe. Wir beliefern alle AIDA-Schiffe mit diesen 500-Liter-Tanks. Jedes Schiff bekommt zwischen 32 und 34 Stück und das weltweit. So, wir sind jetzt hier bei der Flaschenabfüllung und es sieht schon sehr futuristisch aus. Riesengroße Anlagen, alles dreht sich, alles bewegt. Sie sieht aus wie bei Lego Technik damals bei mir zu Hause. Wie viele Flaschen füllt ihr hier so ab? Wir haben die Möglichkeit, mit unserer Flaschenabfüllanlage pro Stunde, ich betone pro Stunde, 50.000 Flaschen abzufüllen. Wir haben zwei dieser Anlagen, also maximal 100.000 Flaschen. Wir sind da, wo alle Führungen bei uns enden, und zwar dort, wo denn das, was du gesehen hast, auch verkostet werden kann. Wir haben ja eine eigene Gaststätte. Ja. Deswegen ist der Frank auch nicht da, der ist nämlich schon gleich zum Zapfern hier ran. Ach schön, hier fühle ich mich wohl, ne? Hinterm Tresen ist immer alles chic. So, wir, hast du mir ein Bier? Ja, das mache ich gleich. Wir fangen jetzt einmal an, ein Bierchen zu... Mal sehen, ob ich das überhaupt noch kann. Ich habe es ja mal gelernt, aber ob ich es noch kann? Halt, schon Fehler. Ich muss erst nass machen, oder? Richtig. Erstmal runterkühlen, damit der Temperaturunterschied vom kalten Bier zum Glas nicht so groß ist. Weil der Temperaturunterschied zu groß ist, dann schäumt es zu sehr auf. Jetzt will er mir zeigen. Was zum Schluss. Ja, jetzt sind wir dran. So, der nächste Fehler. Nicht den Hahn ins Bier halten. Das wäre unhygienisch. Ach so. Guck mal, Ich bin nicht gastronomfreundlich, weil ich glaube, ich bin eher so gastfreundlich. So, also den Hahn immer voll aufziehen, das Glas schräg, circa ein Drittel mit Schaum, zwei Drittel mit Bier. Dann lassen wir das erstmal etwas ruhen, damit die Konsistenz des Schaumes sich verfestigt. Und wenn wir dann aufzapfen, dann haben wir die richtige Schaumkrone. Und ich weiß nicht, ob dir noch was auffällt. Viele sagen immer, das Bier ist tot. Wenn jetzt das drinne sprudeln würde, wäre das Glas dreckig. Also ja, okay, Frank, dein Bier sieht besser aus als meins. Du machst das aber auch am Tag 17 Mal. Kannst mir doch nicht erzählen, dass du bloß dreimal machst. Ja gut, wenn man jetzt mal so das Bild sieht, ja. Bei mir, meine Blume ist weg. Aber da sind noch 3 Minuten dazu. Ja, da war genau. Er hat, musste ja noch erklären und so was. Ne? Ich bedanke mich jedenfalls, Peter, Frank, dass ich da sein durfte, dass ich hier noch ein Bierchen kriege. Und das war die Crisportage bei Berliner Pilsner. Prost. Stößchen. Stop.